So. Das hier führt wieder in eine. Aha. Ah, hier waren wir schon. Ach, den haben wir gar nicht mitgenommen. Den packen wir wieder ein. Jetzt müssen wir erstens anfangen wegzuwerfen. Ja, nehmen wir mal den Dirt hier, den brauchen wir nicht. Wie geht das hier? So. So, und dann hopp. Genau, wird der Dirt einfach weggeworfen. Ist da noch Kohle? Ach, die Kohle können wir auch schon nicht mehr mitnehmen. Dann werfen wir noch weg Rotten Flash. So. Und haben wie viel? 56 Eisen, immerhin. Oh, wie laut die Spinnen sind, ey. Nicht, dass wir weit weg sind von denen. Vielleicht klopfe ich nochmal hier rein. Ich höre auch Wasser irgendwo. Allerdings brauchen wir dann bald eine erste Truhe. Ich höre es ganz deutlich. Die müssten eigentlich hier direkt nebenan sein. Eieiei. Ich baue mich jetzt gerade einfach nur dem Gehör entlang. Ja, hier können wir erstmal die Kohle mitnehmen. Dafür haben wir noch Platz im Inventar. Und die ganzen Kobbelstückchen, die müssen wir denn da entweder liegen lassen oder wir tauschen die gegen etwas ein, was uns nicht ganz so wichtig ist. Vielleicht Holz, das können wir easier. Das ist easy, können wir es heute auch nicht holen. Müssen wir auch pflücken, richtig mit der Axt, umständlich. Aber vielleicht finden wir ja noch eine Möglichkeit. Vielleicht bauen wir uns auch eine Kiste, eine Truhe. Und mit der können wir dann erstmal zwischenlagern. Oh Mann, ey, ich höre es so deutlich hier. Die sind so laut. Bisschen schräg rechts von uns jetzt gerade. Aber immerhin haben wir eine ganze Menge an Rohstoffe denn schon mal gesammelt. Ah, nochmal Eisen. Nicht Eisen, sondern auch noch Eisen. Ha! Als hätte ich's bestellt. Irgendwo hier tropft schon Wasser. Ich habe gerade Wasser von oben tropfen sehen. Irgendwo kam gerade ein Wassertropfen her. Ja, genau da. Ach, und das. Einfach wirklich. Ach, sieh an. Ein Creeper-Man. Da ist quasi wirklich schon die Oberfläche. Dann ist einfach Sachen an der Oberfläche gerade. Dann kümmern wir uns da erstmal gar nicht weiter drum. Und werden uns dann weiter nach unten buddeln. So. Holen noch die Kohle raus. Gehen zurück zu unserem schönen Häuschen, Jagdhäuschen. Legen das alles mal ab und dann, freue ich mich, dass wir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Ressourcen haben für unser nächstes Projekt. Dann werde ich mich mal informieren, was wir brauchen für Pistons. Und Redstone werden wir halt ein bisschen tiefer suchen müssen. Suchen wir uns einfach die nächste Höhle. War ja relativ interessant. Immerhin haben wir eine riesen Schlucht gefunden. Und eine riesen unterirdische Schlucht. Und das fand ich schon ziemlich geil. Wenn wir noch tiefer kommen, finden wir bestimmt noch viel aufregendere Sachen. Der Minecraft bietet da einiges. So. Müssen wir wieder hochkommen irgendwie. Mache ich hier mal so eine kleine provisorische Treppe. Okay, und jetzt wo geht es weiter? Hier vielleicht? Immer dem Kobbel lang. Ach, jetzt ist ja bei uns eine Hacke kaputt gegangen. Dann lassen wir die Kobbels nicht mal verkommen. Das Dirt schon ein bisschen, aber das ist nicht so wichtig. So, hier müssen wir dann irgendwie rauskommen. Da ist eine Fackel auf dem Boden. Und hier ist eine Sackgasse. Oder nee, hier geht's weiter. So, 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 so. Ach, je. Da oben vielleicht? Das könnte gut möglich sein. Oh Mann, ey. Blöden Zombies. So. Ich glaube schon, dass es hier rausgeht. Sieht gut aus. Ja, hier haben wir uns reingebuddelt. Ich erinnere mich. Ja. Und da raus. Dann mit möglichst viel Karacho, bevor uns hier ein Creeper oder sowas tötet. Ich hol schon mal Schwert raus. Irgendwo war ja hier ein Creeper. Ah, eine Spinne. Das ist die, die wir wahrscheinlich gehört haben. Die Seile würde ich gerne mitnehmen. Was ging da weg? Dirt vielleicht.
So. Was gab's denn noch? Irgendwo hier war noch. Noch eine Spinne. Ist ziemlich gut, wenn wir die Spinnen gefunden haben, weil dann können wir nämlich auf coole Art und Weise uns einen Bogen bauen. Ah, da sind unsere coolen Sachen, die wir alle haben. Mann, wie oft ich jetzt gerade cool sage. Und vielleicht gibt es hier wirklich einen Spinnenspawner. Keine Ahnung. Allerdings. Eisen. Gucken wir mal hier rum, dass wir jetzt hier nicht irgendwie überrascht werden. Können wir ja demnächst auch mal hier so ein bisschen nachgucken, was es so gibt, was die Welt so für uns bereithält. Jetzt erstmal wird Porkchop geholt. So, denn Essen ist wichtig. Na komm, stirb, Schwein. Komm her! Komm her! Gut, und das Eisen nehmen wir auch noch mit und dann ab zurück zur Hütte und eine Aufnahmepause. Denn es ist mal wieder an der Zeit, aufzuhören und noch ein paar letzte Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich habe für meine Mutter noch eine tolle Idee gehabt und die möchte ich noch umsetzen. Dafür muss ich nochmal in den Mediamarkt gehen. Und was ihr mir noch reinschreiben könnt, als letzte Frage vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Ich wollte euch verwöhnen mit einer ganzen Menge. Quasi, wenn das jetzt nach Weihnachten rauskommt, Frage, was habt ihr euren Eltern geschenkt und wie kam es an? Und wenn es noch vor Weihnachten rauskommt, was schenkt ihr euren Eltern? Und wie denkt ihr, wird das ankommen? So. Dann ab fix schnell zurück zu unserem Häuschen. Genug erstmal an Rohstoffen gesammelt. Immerhin 61, und das Ganze steht hier auch schon in voller Pracht. Immerhin 61, Eisen und einiges mehr an Kohle. Das hier machen wir mal zu. Ist ja doof, dass die ganze Zeit hier in den Keller strömt. So. Und so. Und hier auch, so, schön. Und dann ab in unsere Hütte. In großer Hoffnung, dass uns kein Explobob da vorne irgendwie besucht. Na, du kleiner Fuffi, du, na, da bist du ja wieder. Dann rein hier und dann machen wir mal hier gleich große Action mit Einschmelzen. Tja, da muss Kohle hin, da muss Iron Ore hin und wir haben eigentlich genug Zeit. Aber wir können ja trotzdem... wir müssen ja hier nicht jetzt unbedingt, ne, so, und dann könnten wir hier mal so ein bisschen so und, so. Aber so viel Kohle braucht's ja eigentlich nicht, ne, ich glaube, braucht sowieso nur 8 Kohle. Bin mir da nicht ganz sicher. Ist aber, glaube ich, so. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, zack. Und dich hier auch, du brauchst auch nur 8 Kohle. So, und dann können wir nämlich da oben schon mal ein bisschen einsortieren in unserem kleinen Dachboden. Dreck. Dreck haben wir und zwar eine ganze Menge. Zack, zack, zack. Den behalten wir mal. So, was haben wir hier? Pflanzen. Haben wir Pflanzen gefunden? Nee. Nur Spinnenseide haben wir gefunden. Die packen wir mal zur Spinnenseide. Das Essen lassen wir mal drin und den Cobblestone. Das Eisen hier. Das Essen heißt das hier. Essen können wir mal zurückpacken. Zumindest ein bisschen. Ein bisschen was nehmen wir mit. Raw Pork Chop können wir noch her machen. Hier benutzen. Hier haben wir noch ein bisschen Holz, das packen wir mal dazu. Die Stickies packen wir mal auch dazu. Und was haben wir hier? Hier haben wir Werkzeuge, hier haben wir das. Wir haben noch gar keine Cobblestone-Kiste. Dann machen wir noch eine Cobblestone-Kiste. Das ist ja schwierig, ne? Aber wir... Dann können wir hier Dreck und Cobblestone machen. Müssen wir dann aber noch reinschreiben in das Ganze. Hier möchte ich auch gar nicht unser zentrales Sammellager machen. Ich möchte nur überall ein bisschen was haben. Für den Fall, dass wir halt mal... ja, für den Fall, dass wir mal hier was bauen wollen. Das ist ja auch gar nicht unsere Zentrale. Das ist quasi die Zentrale, wenn wir sterben oder wenn wir irgendwas machen, dass wir hier wieder anfangen. So, einen Moment. Dreck. Und ja, Cobblestone. Da kann ich aber auch Dirt und Cobblestone schreiben, ne? Ach, egal. Cobblestone. So. Zack. Dreck und Cobblestone. Und Sand auch. Ja, schreiben wir auch noch hin. Dreck, Sand, Cobblestone, das reicht dann aber auch. Dreck, Sand und Cobble. Wupp. Sehr geil. Das ist da drin. Pflanzen sind hier drin. Okay, hier sind Wolle. Hier Baumaterialien. Essen, Holz.
Und Trophäen. Haben wir denn noch Trophäen? Wir haben noch Knochen bekommen. Und zu Baumaterialien zähle ich natürlich Flints dazu. So. Und die Kohle, die muss natürlich auch noch weg. Tja. Na, wir brauchen noch ein paar mehr Kisten, wie es scheint. Aber das können wir dann alles in unsere Hauptbehausung bringen, wo wir dann eine ganze Menge Sachen haben. Das hier ist ja nur die Jagdhütte. Dann zack mal runter hier und mal geschaut, wie das so mit der Herstellung funktioniert. Läuft super. Auf Hochtouren. Gut, ihr Lieben. Dann wird das nächste sein, dass wir die Hütte hier fertig einrichten mit den Bücherregalen, wie wir das auch haben wollten. Und ich wünsche auf jeden Fall erstmal frohe Weihnachten. Hoffe, dass ihr alle Geschenke kriegt, die ihr wollt. Hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest habt mit eurer Familie. Und ja, dass es euch einfach gut geht, dass ihr gut rüberkommt ins neue Jahr auf jeden Fall. Und wünsche euch sonst nur das Beste. Sage, mein Name ist Bernhard und verabschiede mich für dieses Mal. Tschö, ihr Lieben.